Mein Name ist Adam Vandell, Detective der Polizei von La Herida 5, Spezialgebiet Mord. Meine Lebensgeschichte ist kein Lied von Heiterkeit. Vater war ein belgischer Offizier, der sich regelrecht den Verstand aus dem Hirn soff und schließlich am Alkohol verreckte. Mutter ist Japanerin, ein herzensguter Mensch. Sie lebt mit meinem verhassten Halbbruder in Japan. Er arbeitet als Geldeintreiber für ein Verbrechersyndikat. Ein unangenehmer Mensch. Einzig seine über alles geliebte Frau Aiko kommt mit ihm klar. Im Alter von 17 Jahren habe ich Cassandra, mein Mädchen, geheiratet. Wir lebten in einer eigenen Wohnung und waren so glücklich. Bis zu jenem kalten, verregneten Dezemberabend. Cassandra hatte Appetit auf ihr Lieblingseis. Ich las ihr jeden Wunsch von den Augen ab und machte mich auf den Weg, ihr welches zu kaufen. Unterwegs hatte ich ein seltsames Gefühl und beschloss, sofort umzukehren. Doch ich kam zu spät. Die Wohnungstür stand weit offen und Cass lag blutüberströmt und sich vor Schmerzen windend auf dem Boden. Jemand hatte sie kaltblütig abgestochen und sie verblutete langsam in meinen Armen. Mit ihr starb mein Herz. Getrieben vom Hass meldete ich mich bei der Söldnergruppe Stain, wo ich in den folgenden Jahren in allen Ecken der Welt zahllose Einsätze absolvierte. Immer in der Hoffnung, durch das Töten feindlicher Soldaten meinen Hass zu lindern. Doch es machte mich nur krank. Cassandras Mörder war immer noch nicht gefasst. Und so beschloss ich, Stain zu verlassen, um mich selbst an seine Fersen zu heften. Ein Weg, der erfolglos blieb. So ließ ich mich zum Detective ausbilden. Wie jeder Detective wurde ich cybernetisch modifiziert. Ein GEQ-Implantat ermöglicht es mir, die Gedanken meiner Mitmenschen zu lesen. Vor einigen Jahren jagte ich einen Killer, der sich selbst Mandarin nannte. Er rächte den Mord an seiner Schwester, indem er aus der Haft entlassene Kindermörder hinrichtete. Allen Opfern ritzte er seinen Namen in den Brustkorb. Ich konnte ihn fassen und er wurde hingerichtet. Doch nun hinterließ ein Nachahmer eine blutige Spur in den Straßen der Stadt. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir und zwar Vandell, Night of the Tortured Souls. Ja, das Let's Play geistert auch schon recht lange in meinem Kopf umher und das war gar nicht so einfach, das jetzt hier irgendwie noch zum Laufen zu bringen. Und irgendwie hat das so eine ganz merkwürdigen Bildschirmeinstellung, ich weiß es nicht. Aber jetzt hat es alles geklappt und ich freue mich auch ein bisschen drauf, wobei ich sagen muss, ja, dass das auch wieder so ein lachendes und ein weinendes Auge ist bei diesem Spiel. Denn, ja, das Spiel ist von 2002 übrigens und war, glaube ich, so eine One-Man-Show, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, ich habe das damals zusammen mit einer Freundin gespielt und wir konnten das nie abschließen, weil dieses Spiel, das hat so merkwürdige Rätsel teilweise oder so merkwürdige obskure Dinge, auf die man kommen muss, also das kann man eigentlich gar nicht irgendwie wissen oder durch logisches Verständnis irgendwie drauf kommen, also an den besagten Stellen werde ich da immer mal wieder drauf hinweisen und dann auch mal was zu erzählen, aber also, naja, wir haben es auf jeden Fall damals nicht zu Ende geschafft, weiß ich, und das hat mich tierisch angenervt und ja, ich bin gespannt, ob wir das dieses Mal vielleicht dann auch zusammen schaffen. Ich habe das Spiel seitdem nicht wieder angefasst. Hier steht jetzt zwar Spiel fortsetzen, das ist auch korrekt, weil ich natürlich einmal reingeschaut habe, ob soweit die Tonsachen irgendwie einigermaßen stimmen, wobei ich auch sagen muss, man hat hier gar keine Möglichkeit, irgendwas einzustellen.
Aber ich musste natürlich auch schauen, ob das mit der Grafik und mit dem Bildschirm, mit der Bildschirmeinstellung jetzt alles hinhaut. Ja. Und ja, wie bei allen alten Spielen jetzt bekannt, spiele ich das auch wieder in der virtuellen Maschine. Ich mache mir ja bei den alten Spielen jetzt gar nicht mehr die Mühe, die irgendwie auf Windows 10 zu prügeln und dann irgendwie mit Kompatibilitätsmodus oder irgendwie dergleichen hier zum Laufen zu bringen. Das hat mir einfach in der Vergangenheit zu viel Ärger gemacht mit den alten Dingern. Ja, also Wendell, Night of the Tortured Souls, war damals relativ teuer, das Spiel, weiß ich noch. Also, ich meine, das kam 30 Mark, Euro, hatten wir das schon Euro? Ja, Euro, ne? Und es ist ziemlich kurz. Was ich aber ganz cool fand, ist halt dieser Comic-Style und halt an sich eigentlich auch die Geschichte, jetzt so gerade hier mit dem Intro, was Wendell ja auch so über sich selber und über seine Familie und so weiter erzählt hat, das fand ich ganz cool. Ansonsten, ja, das ist das Menü. Hauptmenü, man kann hier nicht wirklich was machen, man kann hier keinen Sound einstellen, gar nichts. Und man musste auch instant auf die Steuerung klarkommen. Ja, man hat da nicht viel Möglichkeiten, weil es auch wieder so ein typisches Click-and-Point-Ding ist. Aber ja, fand ich trotzdem irgendwie dämlich, dass man da irgendwie keine Erklärung hatte, welche Cursor man jetzt hier benutzen kann oder welche Maustasten und welche Tastatur, was wollte ich jetzt sagen, welche Tastaturbelegung man jetzt hier irgendwie in dem Spiel hat. War alles ein bisschen merkwürdig, kann ich aber gleich nochmal was zu sagen. Ja, wie gesagt, das Spiel ist von 2002. Ich habe es damals mit einer Freundin gezockt, meine ich. Und ja, wir haben es leider nicht zu Ende gebracht. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt ähnlich wie bei Blown Away hier nochmal meinen Frieden mit diesem Spiel finde. Also lasst uns reinstarten. Achtung, Achtung! Was gibt's denn? Es wurde ein Mord gemeldet, Detective. Dragon's Gold Motel, 2790 East River Avenue. Ja, ich mach mich gleich auf den Weg. So, und da sind wir auch in das Spiel reingestartet. Und ja, also es ist wie gesagt ein klassisches Click and Point und sobald der Cursor rot wird, kann man dementsprechend die Sachen sich mit der linken Maustaste quasi aktiv mit den Dingen interagieren. Das lässt sich von dieser Seite aus nicht benutzen. Oder man hat die Möglichkeit bei, wenn der Cursor rot wird, auch mit der rechten Maustaste zu agieren, dann ist das Ganze passiv. Dann steht zum Beispiel darüber, erhalte ich Anweisungen von der Zentrale. Also da erzählt er dann quasi über die Dinge, Computer, was weiß ich, was man hier auch immer anklicken kann. Also allgemeine Informationen, zum Beispiel bei der Tür hier, lässt sich unmöglich öffnen. Wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste drücke, defekt, dahinter verbirgt sich nur eine leere Abstellkammer. Also linke, rechte Maustaste sind auf jeden Fall hier, ja, die Sachen to go sozusagen. Dann haben wir noch die Leertaste, damit kann man hier zwischen den unterschiedlichen, sag mal schnell, Orten umschalten oder zwischen den verschiedenen Stationen, also hier Apartment, Polizeistation, Motel. Und dann gibt es noch eine Eigenschaft, zu der kommen wir später noch. Da musste ich ganz, ganz lange überlegen, wie das noch gewesen ist. Ja. Dazu aber später mehr.
Ja, jedenfalls, ja, kann man jetzt hier alles Mögliche sich eben anzeigen lassen. Das Fenster lässt sich nicht mehr schließen. Was soll's? Bin so selten im Büro. Na du, Fenster? Das ist vielleicht auch merkwürdig. Na du, Fenster? Hä? So, ey. Naja. Ja, denn sind hier gleich mal ein paar Sachen zum einen. Sammeln einen Blumenstock aus Bambus. Was haben wir hier? Diese Phlom. Mineralwasserdose ist leer. Mhm. Naja, sammeln wir dann auch mal ein. Ja, also das Erste ist jetzt hier erstmal irgendwie alles abzuklappern und so ein bisschen nach Hinweisen zu suchen. Kann ich nicht brauchen. Alte Notizen. Sullivan's Martial Arts School. Drei Leichen in der Dusche, Tatwaffe, Samurai-Schwert. Parallelen zum Fall Benjamin Mandarin. Check. Ja, was sagt er da? Eine Stadtkarte war das, okay. Kann ich nicht brauchen, was ist das? Alte Notizen. Was haben wir? Ey, wir haben hier noch den Computer. Was sagt er dazu überhaupt? Sehr altes Modell, ja, das sehe ich auch so schön mit hier noch so einem Röhrenbildschirm. Die sind übrigens äußerst stabil, die Dinger, auch wenn man das gar nicht glaubt, aber das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war früher doch, was Gaming angeht, ich sag mal, recht impulsiv unterwegs und manche Spiele, die haben mich so zur Weißglut getrieben und bei einem Spiel hatte ich das auch mal, da habe ich dann mit der rechten Faust in den Monitor reingeschlagen, das war auch noch ein Röhrenmonitor, also so einer mit so einer richtig fetten Glasscheibe und so und ja, das Ding ist natürlich nicht kaputt gegangen, sondern nur meine Hand, da habe ich mir echt gut wehgetan. Aber war ja auch gut so, da hätte ich mich aber sonst wahrscheinlich auch richtig arg verletzt. Ja, war früher halt bei mir so, ne, die Controller, also ich war ja, hatte ich ja glaube ich schon mal damals bei meinem anderen Let's Play von Nirim erzählt, dass ich früher ja ausschließlich, oder fast ausschließlich Konsolengamer war. Und ja, die Controller und so, die sind natürlich dann auch immer gegen die Wand geflogen, ganz klar, ne. So, was haben wir hier? Downloading Data. Schauen wir mal. Name Benjamin Jack. Background. Im Alter von 10 Jahren wurde Jacks Schwester ermordet. Jahre später begann die Mordserie des Mandarin alias Benjamin Jack. Alle Opfer waren aufgrund gegen Kinder gerichteter Gewalttaten vorbestraft. Bei seiner Festnahme lieferte sich Jack eine wilde Schießerei mit der Polizei. Er wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Bonus 45.000 Genki. Ja, hat er die denn gekriegt, der Wendell oder was? Ich weiß das gar nicht mehr. Was haben wir hier noch? Name Raul del Paso. Background. Über Raul del Pasos Herkunft ist wenig bekannt. Nächtens trieb sich del Paso, eine Polizeiuniform tragend, in den Straßen der Stadt herum, immer auf der Suche nach Falschparkern, Dieben, Schlägern und anderen Gesetzesbrechern. Diese wurden exekutiert. Auf seine Verhaftung reagierte er völlig verwirrt, als ihm klar wurde, dass er mit seinen Taten selbst gegen das Gesetz verstoßen hatte, richtete er sich selbst. Okay, was ist das für ein Freak gewesen? Was haben wir noch? Hark Wu. Background. Hark Wu war ein Killer im Dienste der Mafia, bis er sich gegen seine Auftraggeber stellte und eine lange Blutspur unter den mächtigsten Bossen der Unterwelt von La Herida 5 hinterließ. Informanten bestätigen den Verdacht, dass Wu von mehreren Mafia-Clans gemeinschaftlich hintergangen wurde. Wu sitzt eine 35-jährige Haftstrafe ab, na alter Schwede. Da kann man nur hoffen, dass die Menschen ein bisschen älter werden, sonst haben die ja gar nichts mehr vom Leben. Aber gut, wenn das halt auch so hier so eine Schurken sind, dann haben die das ja anscheinend auch nicht anders verdient. Ja, auch hier wieder 45.000 Genki-Bonus. Für den anderen gab es wahrscheinlich nichts, oder? Doch, 20.000. Ja, es wird hier übrigens auch nicht gesagt, wann das spielt. Das muss aber natürlich in irgendeiner ganz fernen Zeit spielen, weil hier der Planet oder Stadt wie La Herida 5 und so, keine Ahnung. Und hier, das sieht auch alles so ein bisschen spacey aus. Name Julius Hoffs.
Julius Hoffs alias die Zecke ist ein Genie der Computerwelt und Besitzer des Visional Mecca, einem Elektronikshop. Mhm. Aufgrund seiner seltsamen Leidenschaft für warmes Blut, fand Hoffs nie gesellschaftliche Akzeptanz. Bis zu seiner Verhaftung trug die Zecke einen Anzug mit beheizbaren Blutkammern. Boah, ist der eklig. Er tötete zahlreiche Hunde und Katzen, um an die erforderliche Menge Blut zu kommen. Haftstrafe abgesessen. Oha, der ist ein Freak, Junge. Den hätten sie mal eingesperrt lassen sollen. Name: Cuba González. Background: Cuba verbrachte seine Kindheit auf der Straße. Aus Geldnot trat er in den Dienst eines großen Chemiekonzerns als Versuchsperson. Über Jahre hinweg wurde an ihm ein Muskelwachstumsserum getestet, wodurch er zu einem feindseligen Monstrum mit unvorstellbarer Kraft mutierte. Oha. Nachdem Cuba ein Labor mutwillig zerstörte, kam er in Sicherheitsverwahrung. Später gelang es ihm auszubrechen, um anschließend mordend durch die Straßen von La Herida 5 zu ziehen. Zu lebenslanger Zwangsarbeit in den Minen des Erzplaneten Byzantin verurteilt. Byzantin oder so, wahrscheinlich, keine Ahnung. 35.000 Genki, oha. Erzplanet, ja, das spielt irgendwann weit in der Zukunft. So, und dann den letzten Kandidaten, Zeich. Zeich ist der Prototyp eines weiblichen Spinne-Menschwesens. Ach du Scheiße. Von der Föderation während der Kriege um den Planeten Rivine für militärische Zwecke entwickelt. Oha. Aggressiv, intelligent, hinterhältig, brach Zeich aus dem Labor aus. Damit legte sich ein tödlicher Schatten auf La Herida 5. Unter Einsatz seines Lebens gelang es Detective Wendell, Zeich zu eliminieren. Unterstützt wurde er dabei von einem ehemaligen Stain-Kampfroboter namens Blank. 100.000 Genki. Alles klar, Leute, dann haben wir das ja auch schon mal geklärt. So, gibt's dann hier noch was? Außer Nadu-Fenster? Ist das bescheuert, Nadu-Fenster? Na gut, Leute, dann gehen wir mal weg. Ja, Wendell, der schleicht übrigens auch durch alle Räume. Das war damals auch so etwas, was übelst genervt hat. Weiß ich noch. Als Kunstwerk deklariert der Drahthaufen, aber irgendwie mag ich dieses Ding. Okay. Oh, was haben wir hier? War mal ein Gardinenstock. Sieht sehr zerbrechlich aus. Okay. Ja, ein weiterer Nachteil bei dem Spiel ist, dass hier keine Safe Games gibt. Also das Spiel wird immer gespeichert. Ich trinke nur Wasser. Außerdem ist der Automat leer. Kohleautomat leer. Ja. Also man kann hier nicht irgendwie speichern. Wie auch immer. Sondern die Safe Games werden immer erstellt, wenn man das Spiel verlässt. Also sollte mit dem Safe Game irgendwas sein, ist das die direkte Karte ins neue Spiel von vorn. So, was haben wir hier? Shimai, Daily Express, neues Gesetz. Gewalt gegen Androiden ist nun strafbar. Ja, sag ich ja, das spielt irgendwann in der Zukunft. Neue Mordserie erschüttert die Stadt. Ist der Mandarin zurückgekehrt? Savage und unterzeichnet. Neuer Vertrag. Hm. Bombes K.O. Niederlage. Wird er zurückkehren? Okay. Downtown-Sanierung geplatzt. Ab heute tritt ein neues Gesetz in Kraft, welches Androiden mehr Rechte einräumt. Gewalt an Androiden wird nun mit dem gleichen Strafmaß geahndet wie Gewalt an Menschen. Vorbei sind die Tage, an denen der gestresste Bürger nach Feierabend ungestraft über unsere mechanischen Mitbewohner herfallen durfte, um diese in ihre Einzelteile zu zerlegen. Diese Zeiten sind nun vorbei, Leute. Für den Mord an einer Blechdose gibt es jetzt gar die Höchststrafe. Lebenslänglich auf dem Erzplaneten. Oha. Krass. So, was haben wir hier? Polizeiauto, was sagt er dazu? Standard-Einsatzfahrzeug. Was haben wir hier?
Hey. Chans Nudelsuppen. Ach, damit ist das Plakat gemeint. Alles klar. So. Eine Bronzeplatte mit sehr rauer Oberfläche, ja. Naja, dann lass uns mal hier den Kollegen anschnacken. Hi, Brutus. Täusche ich mich oder bist du tatsächlich schlanker geworden? Hey, Mate. Bring mir doch bei Gelegenheit was vorbei. Ein kleiner Snack genügt. Wachpersonal, genau. Also das war jetzt eben das mit der rechten Maustaste, wo man quasi diese allgemein passiven Informationen bekommt. So. Und ja, jetzt ist das so, jetzt kommt diese Spezialfähigkeit von Wendell zum Einsatz. Das wurde ja im Intro auch genannt, dass er irgendwie cybernetisch, glaube ich, war das, modifiziert wurde und er die Gedanken von Leuten lesen kann. Und dazu, da muss man auch erstmal drauf kommen, das hat mich auch schon wieder Nerven gekostet, Vorbereitung für dieses Let's Play hier, lange auf die rechte Maustaste. Also. Ah nee, stimmt gar nicht. Doppelklick auf die rechte Maustaste, so war das. Und dann kann man hier zu den Leuten gehen und deren Gedanken lesen. Eine Portion von Kenji's Fresh Octopus wäre jetzt genau das Richtige. Ja, genau. Von Kenji's Fresh Octopus. Das sind nämlich so Sachen, die würde man sonst nie herausfinden, wenn man das nicht wüsste, dass es diese Funktion gibt. Aber wie gesagt, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, und der wird dann, das wird dann so rot, das Symbol, und dann kann man da halt die Gedanken lesen. Und jetzt wissen wir halt auch, wo wir zum Beispiel für ihn dieses Fressen herkriegen. Weil, oh, ich sehe gerade, mein Puls ist heute aber auch relativ hoch. Krass. 68, total untypisch. Ich habe eigentlich immer so um 50. Ja, ein bisschen viel Kaffee heute gehabt wahrscheinlich, ne? Ja. Und was nämlich auch wichtig ist, hier über Leertaste hatte ich ja gesagt, kann man hier auch die Orte wechseln. Und jetzt ist nämlich hier auch das Restaurant freigeschaltet. Ich meine, man kommt da auch anders hin, indem man hier, wenn dieses Symbol erscheint, kann man halt den Bildschirm immer verlassen und halt woanders hingehen. Aber oder halt hier dann auswählen, wo man gerne hin möchte. Aber, wie gesagt, ne, also, muss man erstmal drauf kommen. Naja, wir starten erstmal ins Motel weiter. Da war ja der Mord passiert. Gucken, was wir hier haben. Ein Bhagwashmangi-Schrein? Bin nicht religiös. Okay. Ja, hier ist dieses Dragon's Gold Motel. Gucken, was er dazu sagt. Und weiter? Schwer zu sagen, könnte eine Batterie sein. Oha, das müssen wir uns mal merken. Vielleicht müssen wir die da irgendwie runterschießen oder so. Tja, hab ich nur durch Zufall gesehen, Leute, weil ich das, ein kleiner Stein, weil ich das hier abgesucht habe. Steine, ja. Also man muss sich hier sehr genau umgucken und ja, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum wir das damals quasi als Kinder, na, Jugendliche, wie auch immer, nicht geschafft haben, weil das hier. Ich bin Detective Wendell von der Mordkommission, Sektor 26B, Central Police. Ja, du mich auch. Er versteht kein einziges Wort von dem, was ich sage. Keine Ahnung, was das für eine Sprache war. Er ist der Besitzer dieser Kakerlakenfestung. Ja. Können wir ja mal gucken, ob wir den Affen auch noch. Will's gar nicht wissen. Gut, alles klar.
Ja, keine Ahnung, hat sich so ein bisschen nach Russisch oder sowas angehört, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Das kann natürlich auch ausgedachte Sprache sein. Dann gehen wir mal rein hier in den Schuppen. Ja, Leute, und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, glaube ich. Bah, ein Gestank hier. Ja, wenn hier der komische Harry hängt, ne? So, was haben wir hier? Schweres Brecheisen. Was sagt er dazu? Genaueres wird die Autopsie bringen. Er wurde erschlagen und anschließend an die Wand genagelt. Oha. Was ist das hier für ein Rotz? Lass ich liegen. Das Opfer hat mit illegaler Pornografie gedealt. Darunter auch Videos mit Minderjährigen. Igitt, das war ein Schwein. Ja, das ist doch gut, dass der an der Wand hängt. So, haben wir denn noch was hier? Haben wir nicht. Naja, dann lasst uns mal von hier verschwinden. Und dann soll es das für die erste Folge auch gewesen sein, Leute. Das war der Einstieg zu Wendell. Ja, vielleicht kennt ja der eine oder andere von euch das Spiel. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier noch weitergeht. Ich kann mich halt an, ja, vereinzelt an Sachen natürlich noch erinnern, aber auf jeden Fall nicht mehr an alles. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das Spiel schaffe, wenn es euch gefallen hat. Oder ihr sonst irgendwelche Kommentare hat, schreibt mir gerne unter das Video und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Ciao!